Moin, meine kleine Racke, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Y. Ja, da sind wir wieder. Und ich habe mich schon mal wieder hier hin positioniert. Und dann machen wir die Route jetzt easy peasy weiter. Und gucken mal, ob wir nicht einen Trainer im hohen Gras finden. Hahaha, lass uns einen heimlichen Kampf austragen. Ein Techtelmechtel, ein heimliches. Hm, okay. Wenn ich dich so sehe, Bridget, dann okay. Ja, okay. Psiao. Okay. Rust Klopfer. Aber Klopfer sollte mit der Rückkehr doch ordentlich klarkommen eigentlich, oder? Das könnte schon ein bisschen Schaden machen. Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. Psiao mit Silberblick. Hat Psiao eine physische Attacke? Vielleicht ein Funk. Wir könnten mal eine Lebensschelle und die Genauigkeit droppen. So. Ja, siehst du, sehr gut. Kratzer trifft trotzdem. Na nice. Macht aber eigentlich gar keinen Schaden, was ich gut finde. Dann können wir mit der Rückkehr einfach weitermachen. Und dann noch eine und dann ist es RIP. Der Kratzer trifft natürlich trotzdem weiterhin, ist ganz klar. So muss das nach einer Genauigkeitssenkung. Ach, danke. Spiel, danke. 181 EP. Und als nächstes Smetbo. Jo, übertreib dein Life einfach, ist in Ordnung. Smetbo ist Käferflug. Wir könnten theoretisch auf Heslon. Oder Emily. Denn Emily. Warte mal. Jetzt nicht, dass ich einen Fehler mache. Smetbo kann fucking Psystrahl. Und auf Level 12 ist es wahrscheinlich, dass es das schon kann. Der Walzer wäre natürlich jetzt eine geile Option, aber einen Psystrahl zu fressen von einem Smetbo. Nope, das ist nicht gut. Deswegen werden wir auf Heslon gehen erstmal und gucken, ob das auch der Fall ist. Es könnte natürlich einfach Stachelspore oder sowas machen. Ist wahrscheinlich auch der Fall. Schlafpuder. Danke sehr. Übel nice von dir. So, Sleepgloss, ne? Ein weiteres Pokémon darf nicht eingeschläfert werden, Bruder. Konfusion kann es schon, okay. Dann war doch gut, dass wir rausgegangen sind. So, ja, hier, drop deine Confusion, please. Wir schlafen immer noch tief und fest. Super nice, ich freue mich hart. Wir schlafen wahrscheinlich auch 5 Runden durch, weil das Spiel hasst uns einfach. Das war ein Crit, ja, nice. Aber, ja, im Gegenzug sind wir wenigstens aufgewacht. Viel Schaden macht es jetzt nicht. Wahrscheinlich kommt auch gleich wieder Schlafpuder einfach. Mit Facetten-Euro trifft es halt auch einfach immer. Giftpuder kommen, ja, nice. Freue ich mich ja. So, ja, plus Konfusion, plus nochmal Gift, werden wir eventuell sterben. Das ist nicht gut. Emily können wir nicht nochmal reinschicken, aber Lucky können wir reinschicken. Ja, aktuell ist halt echt bad, ne? Lucky ist immer last way out aus allem. Aber so ist das halt. Das macht nicht sehr viel Schaden. Aber die natürlich kommt die Verwirrung. Natürlich. Warum auch nicht? Und selbst angreifen? Na klar. Was? Ich hätte es auch gar nicht anders erwarten können eigentlich. Wie konnte ich jemals was anderes erwarten? Dieses Smetbo ist der pure Abfuck. Bruder. Ja, wieder ein Crit. Übel nice. Jetzt nochmal selbst verletzen. Los. Mann. Jetzt RIP. Jetzt muss ich schon wieder ins Pokémon Center rennen. Das ist doch kacke. Hallo, jetzt geht's los. Fettes Rasierblatt am Start. Rasierblatt ist Stärke 55. Krankenhieb ist nur 45. Und Rasierblatt erhöhte Crit-Chance. Easy. Mach mal. So. Emily erreicht auch Level 15 an der Stelle. Übel nice. Versucht Schutzschild zu lernen. Oh, das hätte ich gerade so gut brauchen können. Gerade eben, um zu testen, ob es, Dingst. Ob es Psychstrahl kann oder Konfession oder so. Ja gut. Du besiegst Schönheit Bridget.
Ach, für dich gehe ich gerne mal ins Pokémon Center Schnittchen. So, da sind wir wieder beim Schnittchen, aber es hat sich wieder versteckelt. Schade eigentlich. War ja recht ansehnlich, hm? Kann man schon mal machen. Was haben wir hier? Hallo? Geht's hier einfach lang? Wieso sagt mir das keiner? Das hat man gar nicht gesehen. Okay, hier geht's auf jeden Fall auch. Oh. Auch lang. Hier sind wir irgendwo, aber wo geht's denn? Hallo? Wo muss ich denn hin? Bitte? Hilfe? Hilfe? Da ist auf jeden Fall ein Trainer. Und los, was könnte schöner sein, als bei Wind in Shorts durch die Gegend zu laufen? Bei Sonne in Shorts durch die Gegend zu laufen? Ich bin nicht sicher, was dein Fetisch ist. Thorsten? Thorsten mit Toxipad. Ninja Thorsten. So, Rückkehr. Oh, warte mal, wir haben die Lebensschellen. Die ist sehr effektiv. Easy. Weil die wahrscheinlich trotzdem weniger Schaden machen wird. Walzer ist nicht geil. Aber Walzer kann missen. Und das Geile ist, wir haben die Lebensschelle und Walzer wird missen. Hoffentlich. Das macht halt echt gar keinen Schaden, ne? Ist auch gar nicht so effektiv. Ich bin ja auch dumm. Ist ja Käfer. Der Walzer wird jetzt Runde für Runde mehr Schaden machen. Das heißt, wir werden dann gleich RIP sein, wahrscheinlich. Der Walzer sitzt natürlich weiterhin. Ist gar keine Frage. Wir machen mal lieber einen Ruckzuck-Hieb. Ja, Toxipad. Guckst du blöd. So, und Thorsten wird als nächstes Zuko-Kex. Hat er einfach. What the hell? Okay, dann können wir bei Heslon einsetzen. Das ist mal eine gute Möglichkeit für Heslon zu zeigen, was es drauf hat als Fee. Gegen ein Kampf-Pokémon. Oje. Oje, that rhymes sind am Start. Die Fame Freezer, please. Drop that shit. Alter, okay. Das tat weh. Ja, wieder gerimed, Alter. Easy. Und Thorsten wurde besiegt. Er hat verloren. Ja, nichts hält ihn davon ab, mit Shorts durch den Wind zu laufen. Ich bin wirklich nicht sicher, was mit den Kindern in Pokémon falsch ist. Hier haben wir eine Beere. Eine Gauwebeere. Laufe, laufe, denn ich saufe eine Gaufe. Mirabian versus Klopfer. Wir sollten eigentlich flüchten, können wir nicht, dann RIP. Tschüss. Ja, wir wechseln mal das Pokémon an erster Stelle. Denke ich. ist ja nur so eine Idee. So, Heslon nach vorne. Heslon hat auch schon ein akzeptables Level inzwischen, das ist in Ordnung. So, einmal, hallo, einmal raus hier aus dem hohen... Alter, ist das nervig. Alter, ist das nervig. Meine Fresse. Kecleon, cool. Hier gibt's die besten Pokémon EU West. Naja. Zum Glück müssen wir hier nichts mehr fangen. Bei Kecleon, Alter. Puh. Zum Glück nicht. Huch. Ich bin aus der weit entfernten Rennerregion angereist, um den Magnum Opus Palast zu sehen. Ja, und Rain? Mich jedenfalls nicht. Herausforderungen von Backpacker Milan mit Skoppel. Wie stellst du dir das vor, Bruder? Magnum Opus. Schmopus Opus. So sieht's aus. Friss meine Feenprise. Du Lachs. Ja, siehst du? Pass auf, er droppt jetzt auch die Lebensschelle. Die ist natürlich genauso wenig stark, aber wir werden instant nicht mehr treffen jetzt. Pass auf. Ui, Alter, die Hex. Wir haben die Hex aktiviert. Was ist los? Was ist hier los? Level 16 für Heslon. Was ist hier los? Mit einer echt guten Spätzdev? Ja, ja. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Ein Item. Nur guck an. Ein Item ist eine gute Sache. Und hier gibt es auch Psiao. Psiao. Das hätte ich ganz gern gehabt, aber ne, ja, man kann nicht alles haben. Flucht gescheitert, klar. Klar. Ciao, Psiao. Alter,
Die Rhymes sind heute am Start. Was los? Ein Hyperball. Okay. Okay. Finde ich grundsätzlich in Ordnung. Ein Hyperschmüperball. Und hier kommen wir wieder auf die Route zurück. Okay. Dann werden wir jetzt von oben wieder anfangen müssen. Ach, beste Route. Na, super nice. Und wieder die guten alten Live-Begegnungen, super. Dann können wir doch jetzt eigentlich nochmal eben hier rund. Genau das. Hier runterflitzen. Gucken, was ist. Diese Rollerskates, ne? Die sind so übertrieben. Ich wusste doch, dass da einer ist. Manche Pokémon verstecken sich im Gras, das höher ist, als ich groß bin. Genau dasselbe machst du auch gerade. Du bist also ein Pokémon, hä? Hm? Ja? Backpacker Tibor. Mit Dartiri. Dartiri. Ja, zum Glück haben wir eine Fame-Prise, die wir droppen können, die zwar nicht irgendwie sehr effektiv ist oder so, aber ja, effektiv genug, um es zu two-shotten. Oh yeah. Two-Shots sind die zwei besten Shots. Oder Chiri haben wir auf jeden Fall schon mal rausgenommen. Und den Backpacker damit auch. Ne? Okay, großartig, eine Ehre. Mhm. Danke. Danke, mein Freund. Wieder ein Psyau. Ach man, come on. I don't want it. It's disgusting. Oh yeah. Ein Gegengift. Nice. Guck mal jetzt hier. Trick 17. Easy. So, dann gehen wir mal gucken, was da hinten ist. Sieht nicht nach viel aus. Nee, gar nichts. Interessant. Wer hat eigentlich dieses behinderte Labyrinth hier hingebaut? Sag mir das mal. Da ist noch einer. Na, guck mal. Du hast keine Chance gegen mich. Die Macht der Liebe ist auf meiner Seite. Ich glaube, du bist eine Frau. Du bist keine Frau. Oh nein. Ah ne, ist alles gut. Oder? Ist alles gut? Ich bin nicht sicher. Hm. Ich erinnere mich nur aus einem anderen Let's Play von X. An Volbeat und Illumise. Die gut Probleme verursacht haben mit ihrem Stüssel. Aber naja, mal gucken. Konfusstrahl. Nice. Das ist nice. Ich freue mich hart drauf. Naja. Hestern ist verwirrt, trifft sich instant selbst, super nice, das ist einfach so berauschend immer, zu sehen, wie nichts geht. So, schnell raus hier, ciao. Du kleiner Käferfratz. Mondschein kann es auch noch. Natürlich. So, Claude. Ja, Butz. Alter, fast ein One-Hit. Ease. Und Konfusstrahl. Na klar. Das musste ja sein, wa? Noch eine Glut. Verwirrt sie mal natürlich. Und selbst verletzt natürlich. Jetzt kommt Mondschein. Ne, Tackle. Okay. Kein Mondschein? Was da los? Okay, wir kommen durch. Sehr gut. Dann RIP. Du kleiner. Ne? So. Bist du ein Mädchen oder bist du ein Junge? Ich weiß es nicht. Du heißt Sydney, ist ein Frauenname, siehst aus wie ein Kerl. Geh einfach weg aus meinem Leben raus, Alter. Niemand mag dich. So. Emily nach vorn gesetzt. Das kommt als nächstes dran mit Training ein bisschen. Hallo, na? Ich will alles sehen, was die Kalos-Region zu bieten hat. Auch dein Pokémon-Team. Okay. Dann gucken wir mal, Touristin Layla. Illumise. Oh. Why? Okay, wir können den Waltzer droppen. Ach komm, wir droppen ihn einfach. Weißt du? Lockduft, jo, kein Ding. So. Dann Waltzer. Sind wir zwar jetzt drin gefangen, aber der ist
gut effektiv. Nochmal Lockduft. Ja, mach ruhig Lockduft, ist okay. Für mich ist das völlig okay. Denn der Walzer wird jetzt ordentlichen Schaden machen. Nochmal Lock. Ja, okay. Okay. Walzer ist mein Freund. RIP! Und Level up auf 16. Ja. Und Layla ist besiegt. Ihr seid der Wahnsinn. Eine Touristenattraktion. Oh la la la. Geil. Flupp. Na. Oh mein Gott. Psnau. Wenn Psnau jetzt eine Konfusion tropft und ich nicht flüchten kann, dann RIP. Aber ich kann flüchten. Easy. Kein Ding. Alter. Ey, dieses Gebiet, ne? Es ist so hart lächerlich. So. Weg hier. Schnell. Ja, weg. Ja. Ja. So, naja gut. Hier geht's auch nochmal lang. Da hinten liegt ein Item. Ist genau gesehen. Ein Paraheiler. Naja. Immerhin. Wer weiß, wie viele Items wir am Ende noch übrig haben. Nimm dich in Acht, ich werde dich besiegen. Mein erster Schritt auf dem Weg zum Supertrainer. Das heißt Ass-Trainer, mein Freund. Nicht Supertrainer. Du kannst gar nichts. Achim, ja. Du wirst auf jeden Fall ein richtig harter Supertrainer, Achim. Du wirst höchstens mal ein alter Wanderer oder so. Oder so ein Professor wie Eich oder so. Irgend so ein Dreck. So, Walzer. Make it Walzer. Make it real. Und Verhöhner, ja, ist okay. Das ist okay. Dann Walzen weiter. Nochmal Verhöhner. Was ist denn los heute, sag mal? Eben Illumise nur mit Lockduft, jetzt hier er nur mit... Jetzt Erstauner. Oh Gott, ah! Oh, dieser Schmerz. Der Walzer ist echt mein Friend, ne? Er ist mein Friend. So. Finde ich gut. Verhöhner endet. Jetzt kommt B-Boy. Jo. Okay. Hallo. Ist okay. Wir kämpfen einfach weiter, oder? Haben wir vor B-Boy irgendwas? Ja, na, ein Schlag. Jo, ich bin immer noch im Walzer. Was? Ach so. Es geht einfach weiter, okay. Nur der Verhöhner hat aufgehört. Der Walzer geht einfach weiter. Na dann holzen wir Bibo einfach One-Hit weg, oder? Easy! Ah, der Walzer ist so krass teilweise. Und Level 17 für Emily. Ist okay. Kann man machen. So, und Achim ist... Achim, Alter. Alter. Bitte, Pokémon. Macht was dagegen. Ihr könnt die Leute nicht Achim nennen. Was ist los? So, und hier sind wir jetzt irgendwie an Crown Zero angekommen. An dieser an dieser Stelle beende ich die Folge dann auch. Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und wir sehen uns dann hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Einschalten nicht vergessen. Oh yeah. Bis dahin, einen wunderschönen Tag noch und ciao.